Frank Siepmann für E-Learning Journal live vom 6. Fernausbildungskongress der Bundeswehr in Hamburg. Wir haben uns aus dem Kongress- und Messetrubel ein klein wenig zurückgezogen. Wir sind jetzt hier in der Universitätsbibliothek der Helmut-Schmidt-Universität. Ich habe zwei Gäste, mit denen ich untersuchen werde, was die Hintergründe und die Erkenntnisse der 6. Veranstaltung bedeuten. Auf der einen Seite Herr Rutz von der Firma DRB GmbH und Herr Herkersdorf von der Firma Trikett. Meine erste Frage geht an Herrn Rutz. Was für Geschäftsfelder bildet die DRB ab? Ich bin Geschäftsführer der Rutz Bildungslösungen GmbH. Wir sind seit 6 Jahren am Markt und wir haben uns fokussiert auf technische Bildungslösungen. Also überall dort, wo technische Ausbildungsinhalte gefragt sind, haben wir unsere Betätigungsfelder. Wir erstellen E-Learning-Programme, Learning-Management-Systeme für große Kunden, wie beispielsweise die EADS für Eurocopter. Zurzeit erstellen wir das internationale Lernportal für die Kunden von Eurocopter zu EC-135 und EC-145. Und wir sind auch in einem militärischen Projekt tätig, im Unterauftrag von Eurocopter. Erstellen wir ein teilsimulatives Marinehubschrauber-Ausbildungssystem zur Sea-Lynx, einem Marinehubschrauber. Mhm. Zu den Details und zu dem Link zum Bundeswehrkongress komme ich dann gleich nochmal. Ich würde erst noch gerne unseren Gesprächspartner Herrn Herkersdorf mit einbeziehen. Was sind die Geschäftsfelder von Trikett? Ja, die Trikett GmbH ist seit 2002 existent. Wir waren ursprünglich klassischer E-Learning-Anbieter, auch eher mit Technikbezug. Wir haben 6 Jahre lang im Bereich der Tiger-Ausbildung, der Crew-Ausbildung, der Besatzungsausbildung für das Luftfahrzeugsystem Tiger der deutschen und französischen Streitkräfte Lernprogramme erstellt. Wir beschäftigen uns aber auch seit 2006 mit dem Thema virtuell interaktives Training, Serious Games, Game-Based Learning und damit auch automatisch mit dem gesamten Thema Kompetenzausbildung, Handlungssicherheit, Soft-Skill-Training und das sowohl für individuelle Kunden, wie beispielsweise die Polizei Baden-Württemberg, als auch für ganz normale Coaching, Training und auch Kollaborationslösungen. Mhm. Die Bundeswehr ist gerade bei Simulationen und 3D-Anwendungen ein ganz wichtiger Ansprechpartner. Trotzdem ist das ein ganz besonderer Kunde. Mhm. Zum einen, wir haben ja vom Veranstalter heute gelernt, pro Soldat stehen 4.000 Euro für Bildung im Jahr zur Verfügung. Die sollen sinnvoll, zielgerichtet eingesetzt werden. Zum anderen haben wir es mit einem sehr sicherheitssensiblen Bereich zu tun, in dem die Bildungsbedarfe entstehen. Ist dieser Kongress für Sie eine geeignete Plattform, neue Projekte zu generieren oder geht es eher um die Vernetzung, wenn man an so einem Kongress teilnimmt? Es ist beides. Es ist ein hervorragender Platz, um Netzwerke zu pflegen oder neue zu eröffnen. Es ist aber auch ein geeigneter Platz, um neue Lösungen zu diskutieren und innerhalb der Streitkräfte den Bedarf mit dem, was die Technologie heute zu bieten hat und daraus resultieren, was die Didaktik damit machen kann, und somit gemeinsam die Vorhaben der Zukunft zu definieren. Mhm. Herr Rutz, wie interaktiv ist eigentlich die Entwicklung und Begleitung einer solchen Kongressreihe? Ich weiß, wir hatten Sie uns ja auch getroffen beim Vorbereitungsmeeting zum 6. Fernausbildungskongress. Ja. Wie weit wirkt man ein, wie weit wird man gefragt, wie weit kann man mitsteuern? Der Fernausbildungskongress lebt natürlich von den Teilnehmern des Kongresses. Und der Ansatz, nämlich die Verknüpfung der wissenschaftlichen Komponente, also der Theorie, mit der praktischen Umsetzung ist hier optimal gelungen. Das heißt, in den Workshops kann man auf der wissenschaftlichen, theoretischen Ebene neue Lösungen erarbeiten, neue Ideen entwickeln, mit anderen diskutieren und es dann in Bezug setzen zu konkreten praktischen Umsetzungen im Training, im militärischen Training, aber auch im zivilen Training. Mhm. Der Kongress hat ja dieses Jahr das Leitthema Ausbildung, Handeln, schönes Wortspiel. Ist es mehr oder ist es ein Begriff, unter dem man letztendlich als Minimallösung alles drunter packen könnte? Ja, es ist eine schöne Redewendung, würde ich jetzt mal zum Ausdruck bringen wollen. Es gibt aber noch ein zweites Leitthema, nämlich das handlungsorientierte Training. Und das ist eigentlich auch der Ansatz, den wir schwerpunktmäßig auf dem Kongress verfolgen und auch in unseren Produkten darstellen wollen.
Denn aufgrund der immer stärker werdenden oder der immer intensiver werdenden Einsätze der Bundeswehr im Ausland bleibt immer weniger Zeit für Bildung übrig, für Ausbildung der Soldaten. Auch das Geld, die Kosten spielen natürlich eine große Rolle. Und so muss man sich Konzepte überlegen, wie man praktisches Handeln, Praxistraining sozusagen virtualisieren kann, sodass man die reale Arbeitswelt komfortabel und kostengünstig und so effektiv wie möglich trainieren kann durch ein virtuelles Ausbildungskonzept. Mhm. Herr Gosdorf, Sie begleiten die Kongressreihe auch schon seit Längerem. Mhm. Sie haben ja auch andere Veranstaltungsformate im Bereich E-Learning intensiv begleitet, auch als Aussteller, als Akteur, als Experte. Haben Sie den Eindruck, dass der Fernausbildungskongress in dieser Veranstaltungsreihe, dass der in einem Entwicklungsprozess steht, oder ist es eine Reproduktion halt, um dass die Bundeswehr ihre Dienstleister kennenlernen kann? Nein, ich denke, die Bundeswehr hat in den letzten Jahren eine Entwicklung vollzogen, der Herr Rutz hat ja gerade mit Begriffen charakterisiert, die die Bundeswehr im Gegensatz zu früher sicherlich zu einer Einrichtung gemacht hat, mit den unterschiedlichen Bereichen der Nutzer, tatsächlich der Bildungsbedarf auch bei den Kräften, die im Einsatz stehen, aber auch die wissenschaftliche Begleitung, die sicherlich den Anspruch erheben darf, Best Practice zu tun und in der weiteren Entwicklung immer auch in die Zukunft schauen zu müssen, um das Ganze immer wirksamer zu gestalten, wirtschaftlicher zu gestalten und auch tatsächlich einen Schritt weiter zu gehen, als nur auszubilden, sprich vielleicht Wissen zu formulieren, Handlungskompetenz, Handlungssicherheit. Das, was der Pilot im Simulator seit vielen Jahren tut, jetzt in die Breite getragen, weil es anders nicht mehr geht. Der Soldat auf sich gestellt in Afghanistan muss ein breites Repertoire von Handlungskompetenz und letztendlich Handlungssicherheit mitbringen, um dort seinen Auftrag ausführen zu können. Und damit hat dieser Kongress, der seit 6 Jahren besteht, eine Leitfunktion, die eigentlich weit über die Bundeswehr und ihre spezifischen Bedarfe hinausgeht und auch sehr gut auf den zivilen Markt übertragbar ist. Krise als Chance war auch der Titel eines Bestsellers als Gesundheitsratgeber. Ob E-Learning als Chance vielleicht als eine Antwort auf die Krise im Bildungsbereich die entsprechenden Lösungen bereitstellen wird, wird weiter zu verfolgen sein. Wir von unserer Seite halt können feststellen, der Fernausbildungskongress der Bundeswehr hat auch dieses Jahr die selbstgesetzten Ziele erreicht. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder im 7. Bildungskongress der Bundeswehr. Frank Siebmann für E-Learning Journal live.